letzten Video haben wir uns angeschaut, welches Setup wichtig ist fürs Midgame, mit dem man dann spart aufs Endgame. Und jetzt gucken wir uns das Endgame-Setup an, was man als Ziel haben sollte, also von Level 20 bis 30 plus, auf was man sparen kann in den verschiedenen Bereichen Spinning, Pose und natürlich Grundangeln sowie Meeresfischen. Wohin dann die Reise geht und was dir persönlich am meisten liegt, auch das wird sich im Laufe dieser langen Zeit natürlich herauskristallisieren. Alle, die jetzt als Allrounder gestartet haben, haben natürlich viele Möglichkeiten, alles auszunutzen, haben aber natürlich auch immer den Nachteil, dass man spezielle Skillpunkte vielleicht nicht genau vergeben kann oder dass man den Spagat eben haben muss, was für ein Set holt man sich, was ist jetzt wirklich essentiell, was ist wichtig, was bringt einen am ehesten weiter. Für die Skillpunkte verlinke ich auch nochmal meine letzten Gedanken zum Verteilen der Skillpunkte. Das ist so, wie ich aktuell geskillt bin, seitdem das Meeresangeln draußen ist. Auch dazu gucken wir uns gleich natürlich das passende Setup an. Starten wir heute mal mit dem Spinning und gucken uns an, was ist wichtig und welche Routen bzw. Rollen sind super interessant fürs Endgame im Spinning. Ja, ich bin schon im Shop drin und wir sind natürlich direkt ganz nach unten gescrollt in der Kategorie, also Spinning Routen. Hier müssen wir jetzt wieder unterscheiden zwischen Spezialisierung auf einen Bereich oder Allround Route. Und das geht jetzt natürlich im Endgame die ganze Zeit so. Also ab Endgame heißt es einfach deine Entscheidung. Was willst du genau machen? Was ist dein Schwerpunkt? Wohin soll die Reise gehen? Es wird immer spezieller und immer detaillierter mit den Routen und mit dem Setup. Wie zum Beispiel die Vexilla. Vexilla, absolutes Sahnestück, weil plus 3 auf sämtliche Montagearten, die mit dem Gummifisch zu tun haben. Bedeutet im Umkehrschluss, wir könnten uns, wenn wir diese Route verwenden und diese Montagearten verwenden wollen, wir könnten uns Skillpunkte sparen in diesen Montagearten, weil wir hier ja schon komplett die 3 Skillpunkte drin haben. Was ich hier empfiehlt, ist die Vexilla in der mittleren Stärke, die Medium Hard Vexilla mit einem fantastischen Wurfgewicht. 7 bis 28 Gramm, 40 Kilo Tragfähigkeit, das nutzt man fast gar nicht aus, also das braucht man fast gar nicht zu verwenden, aber immer mehr haben ist halt gut und dann haben wir hier natürlich auch ausreichend Power, damit wir hier eben auch verschiedene Köder führen können, verschiedene Führungsmethoden verwenden können. Also der Einsatzbereich dieser Route ist wirklich weit gestrickt. Also wir könnten das natürlich für Spinning auch verwenden, für Blinker verwenden, nicht nur für hier diese ganzen Bonusmontagen, also für diese Gummifischmontagen, sondern für alles andere auch. Absolut schon eine Empfehlung, aber trotz allem sehr speziell fürs Gummifischangeln. Eine Empfehlung dann natürlich fürs Schleppen zum Beispiel wäre die Black Edition mit nochmal plus 2 auf Handhabung auf Wobbler. Das wäre durchaus eine Option, preislich natürlich recht angenehm, liegt hier bei 51 Kilo Tragfähigkeit, also doch schon eher was Robustes. Auch das wäre jetzt natürlich eher etwas im Bereich von ein bisschen günstiger reingehen ins Endgame, vielleicht die ersten Routen nehmen zum Schleppen. Nichtsdestotrotz ist der bessere Weg natürlich, wenn man direkt auf das harte Endgame-Setup geht und da bleibt eigentlich nur noch die Ultima. Es ist natürlich preislich ein gewaltiger Unterschied. Wenn man sich seine ersten Kohlen vielleicht mit dem Schleppen zusammenspart, ich meine, die Route von gerade lag bei 7.500, es ist natürlich ein Riesenunterschied zu 24.000, 25.000, aber die Kohlen kommen halt im Endgame auch einfach rein. Also im Endgame gibt man nicht mehr so viel aus, das Silber stapelt sich einfach und dementsprechend kann man sich so etwas schon mal leisten. Als erste Ultima empfiehlt sich tatsächlich das schwerste Gerät, weil das natürlich auch für das meiste dann zu nutzen ist. Aufgrund der hohen Tragfähigkeit kann man die Route auch hervorragend verwenden fürs Wälz rauspumpen mit entsprechend starkem Setup. Also das wäre durchaus eine Möglichkeit. Wenn man jetzt die Ultima dann wieder ein bisschen spezieller verwenden möchte, geht man vielleicht hier auf die 87H. Die ist hervorragend wegen dem Wurfgewicht wiederum, was dann zum Beispiel dem Spinning
an der Yama richtig zugutekommt. Also das wäre auch eine Möglichkeit, dass man die dann dort verwendet. Oder man ist wieder ganz anders unterwegs und sagt, ach komm, Stationärrolle ist jetzt nicht so meins. Fürs Endgame hole ich mir dann die richtig guten Rollen und die richtig hochwertigen Routen natürlich dazu. Da sind wir dann hier im Baitcast unterwegs und da gibt es dann nochmal die M-Version. Die gibt es bei den Stationärrollen leider nicht. Die hat ein Wurfgewicht von 5 bis 25 Gramm. Das ist natürlich richtig, richtig nice. Also das ist ja schon fast Ultralight-Angeln, dann mit wahnsinnig viel Tragfähigkeit. Also ein absolutes Sahnestück. Aber dafür braucht man dann natürlich auch eine entsprechend hochwertige und auch dementsprechend teure Baitcast-Rolle. Ja, das wären dann sowas wie die Simon Minister zum Beispiel. 19 Kilo hier an Bremskraft und dann hier ab einem Wurfgewicht von 10 Gramm. Das ist halt so das Schwierige. Wir brauchen dann natürlich auch, wenn das Wurfgewicht so gering ist auf der Route, auch eine Rolle, eine Baitcast-Rolle mit einem entsprechend geringen Wurfgewicht. Das macht das Ganze sehr schwierig. Auch hier die Monster LD60 wäre durchaus eine Option, ab 11 Gramm Wurfgewicht. Also ihr seht, dieses ganz geringe 5 Gramm zum Beispiel an Wurfgewicht ist halt äußerst schwierig. So eine Phantom wäre natürlich der Oberhammer. Hier geht natürlich nicht so wahnsinnig viel Schnur drauf, es ist nur eine 2000er, aber die hat eben ein Wurfgewicht ab 3 Gramm. Bei den Stationärrollen hat man natürlich auch ein ähnliches Problem mit dem Wurfgewicht oder der Wurfweite. Das bedeutet, im Spinning-Bereich verwenden wir lieber einen 6000er oder 8000er Spulenkopf, wie zum Beispiel dann hier wieder bei der Kaliber HSV oder dann natürlich im Endgame den entsprechenden Luxusversion der Rollen. Oder aber auch die Tagara, die kann man natürlich auch sehr gut fürs Spinning verwenden. Wenn man hier eine 6000er oder 8000er verwendet, hat man da richtig gute Wurfweiten, eine hohe Übersetzung und natürlich auch ausreichend Bremskraft. Das jetzt natürlich speziell für Spinning Main. Wenn wir hier jetzt im Allround unterwegs sind, dann lassen wir da natürlich die Finger von und gehen, wenn, direkt als Allround-Angler auf die Sahnestücke. Und zwar komplett auf die Wenger. Es macht im Moment kaum etwas wirklich Sinn, außer die Wenger 10.000. Absolutes Endgame-Produkt für alle Allrounder, ein Must-Have. Heißt also, sparen, 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 denn ihr seht, 32.000, fast 33.000 Silber ist natürlich wirklich lang und man braucht wirklich viel Zeit dafür, bis man das zusammen hat. Aber ganz ehrlich, sobald ihr das erste Teil habt, ihr habt keine anderen Sorgen mehr. Es läuft einfach, ihr spart nur noch die Kohlen zusammen, ihr gebt nichts mehr aus, außer halt für Köder vielleicht mal. Aber ansonsten kommen die Kohlen einfach rein, weil man damit auch alles gut rauskriegt. Und das bezieht sich natürlich komplett, ob das fürs Spinning ist, fürs Posenangeln ist, fürs Grundangeln, fürs Meeresangeln. Also für alle vier Angelbereiche ist das the way to go. Der Einstieg ins Meeresangeln tatsächlich auch mit der Wenger absolut easy. Wenn man natürlich schon so weit ist, dass man zum Meer kann und man ist vielleicht am Anfang am Fjord noch mit einer HSV vielleicht unterwegs, auch das ist kein Problem. Nutzt die so lange, bis sie verschlissen sind sozusagen, spart euch die Kohlen zusammen. Man macht ja auch damit ganz gut Silber. Selbst an den Spots vom Land aus funktioniert das ganz gut. Ja, und im Endgame haben wir dann natürlich diese goldene Rolle hier als oberstes Ziel. Dazu verwenden wir aus dem Midgame immer noch als Allrounder die Karpfenruten. Das ist der Grund, warum wir die so früh schon kaufen, weil wir sie selbst im Endgame ja immer noch weiter verwenden. Hier sind sie, die Fortuna Carp, wie schon im vorherigen Video gezeigt. Also das ist das A und O, auch für den Anfang ins Endgame. Später können wir uns dann natürlich entscheiden, ob wir dann auch hier auf die Sahnestücke gehen, die dann entsprechend teuer sind. Die Legacy TI mit den Titanringen, die dann weniger Verschleiß haben auf den Schnurlaufringen. Ganz wichtig hier natürlich plus auf der Handhabung der Karpfenrute für einen leichteren Drill. Und hier dann plus auf Grundfischen, auch das absolut wichtig für mehr Fische und mehr maßige Fische. Also das bringt es dann natürlich. Ja, diese Überlegung habe ich jetzt natürlich auch gerade. Kaufe ich mir demnächst die TI
oder bleibe ich nochmal weiter hier auf der Fortuna Carp? Das muss natürlich jeder für sich entscheiden, was für ihn wichtig ist. Die Posenangler freuen sich natürlich dann irgendwann aufs Matchangeln. Und beim Matchangeln, ja, da geht es dann auch richtig gut los. Der Selbsthakeffekt ist super. Es gibt am Weihnachtsmarkt gibt es diese langen weißen Wackler. Hast du vielleicht schon gesehen in einem meiner Videos. Also richtig gut zu erkennen. Und da empfiehlt sich als erstes die Rebellion Match. Vielleicht sogar auch komplett und in Gänze, dass man eigentlich nichts anderes mehr braucht als die Rebellion Match 420H. Denn auch hier haben wir plus 5% aufs Posenangeln, was wir auf den anderen Routen nicht haben. Und plus auf die Montagearten. Also Pop-Up-Haarmontage, Karpfen-Haarmontage, Match-Montage plus 2. Das ist natürlich alles nice to have. Wie gesagt, hier die plus 5% für mehr maßige oder mehr Fische und mehr maßige Fische ist natürlich auch essentiell. Und der Preis ist absolut sensationell. Wenn wir das vergleichen mit den anderen Routen, ich hatte mir irgendwann nochmal die Monster Match geholt und wenn man das vergleicht, sie hat nur in Anführungszeichen plus 3 auf die Montagearten, aber eben nicht nochmal ein plus 7, plus 10% auf das Posenangeln in Gänze. Dementsprechend ist das von Preis-Leistung her wahnsinnig gut, hier einfach damit zu starten. Und das Schöne ist, 5% eher zum Beispiel den Doppelköder freigeschaltet, 5% eher in der nächsten Montageart. Das lohnt sich natürlich auch immer wieder. Ja, auch für das Angeln mit der Matchroute empfiehlt sich irgendwann die Beluga Venga 10.000. Da kommen wir einfach nicht drum rum. Es ist die beste Allround Süßwasserroute im Game. Heißt also, wenn man im Endgame angekommen ist und irgendwann auch einfach nur noch Silber zusammenspart, dann ist das the way to go. Auch fürs Karpfenangeln dann mit den großen, schweren Matchrouten macht das dann richtig Bock. Wir haben ausreichend Bremse hier, wir haben richtig viel Schnurkapazität, das ist natürlich nochmal wichtig und dementsprechend drillen wir die Fische auch beim Posenangeln natürlich deutlich leichter raus. Wenn man jetzt beim Posenangeln vielleicht nicht ganz so schwer unterwegs sein will, wären auch durchaus die Tagara 10.000 zu empfehlen. Nutze ich zurzeit auch immer noch. Der Vorteil ist, dass die von der Übersetzung und auch vom Einkurbeln her relativ schnell sind. Man hat einen schönen 10.000er Spulenkopf, kurbelt dementsprechend relativ schnell ein und hat durchs Einkurbeln diesen Hakeffekt deutlich leichter nochmal. Also auch das durchaus eine Option. Etwas günstiger. Dann muss man aber auch darauf eingehen, dass man sagt, okay, die ganz, ganz schweren Brocken brauchen einfach ein bisschen länger. Man hat dann natürlich auch ein bisschen mehr Verschleiß, wenn man auf was ganz Großes geht, weil eben so viel Bremskraft nicht zur Verfügung steht. Aber auch das wäre durchaus eine Option. Aber eine Empfehlung wäre tatsächlich einfach dann nochmal etwas länger zu sparen und sich dann das richtig Gute zu kaufen. Ja, wenn wir dann beim Meeresangeln angekommen sind oder dahin gehen können, auch da starten wir natürlich dann mit neuem Equipment. Gucken hier beim Meeresangeln, gucken hier beim Pilken. Wir starten mit den Pilkrouten und können theoretisch alles außer Acht lassen, bis auf eins. Wir starten hier mit der Poseidon Sensi mit plus 5% im Meeresangeln. Das ist essentiell. Diese 5% mehr machen einen wirklich großen Unterschied und wir kommen im Skillen einfach schneller voran durch diese 5%. Wir können höhere Montagearten schneller verwenden. Das macht diese Route so essentiell. Es sind nur knapp 10.000 Silber. Also für jemanden, der quasi im Endgame-Bereich schon angekommen ist, ist das nicht so wahnsinnig viel. Und dann verwenden wir eine Rolle, die wir haben. Ich verwende hier in meinem Setup zum Beispiel seit einiger Zeit die Overlord, die es auch vom Weihnachtsmarkt gibt. Auch das übrigens eine Rolle, die eine absolute Empfehlung ist, gerade wenn es so in Richtung Jahresende geht, dass man sich da dann das Silber zusammenspart für diese Rolle. Denn das ist eine verbesserte Tagara sozusagen im Oldschool-Style. Hier jetzt als 8000er, trotz allem eben mit wahnsinnig viel Schnurfassungsvermögen.
24,5 Kilo an Bremskraft, also auch eine absolute Empfehlung, wenn man so auf dem Weg ist und am Hadern ist, soll man sich so eine Wenger überhaupt holen, ist das nicht zu viel, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich hoffe, dass die auch zukünftig noch im Weihnachtsmarkt zur Verfügung steht, ein absolutes Sahnestück und super geringe Verschleißwerte. Wir gucken uns das mal eben an. Ich hatte vor kurzem noch das Gerät repariert und die war hier bei ungefähr 50 oder hier schon über 50% in den Verschleißen und habe damit einige tausend Fische rausgezogen am Meer. Die Bremse ist nach wie vor so wie nach diesen tausenden von Fischen, genauso wie die Spule, also da kaum Verschleiß, aber eben dadurch, dass man auch viel mit Bremse zuhantiert, hat das richtig gut hier funktioniert. Also auch eine absolute Empfehlung. Auch die Rolle ist theoretisch nicht Salzwasser geeignet, genauso wie zum Beispiel eine HSV. Aber es funktioniert trotzdem. Und der Verschleiß ist gar nicht mal so groß. Also damit startet man dann natürlich rein ins Endgame. Wie das jetzt aussieht mit den Endgame-Bootsrouten. Tja, das ist natürlich jetzt die große Frage. Es fehlt ja noch ein Update quasi für das Meer. Zurzeit ist es so, fürs mittlere Meeresangeln, das ist, glaube ich, the way to go. Reicht auch komplett aus. Und das dann eben hier in Kombination natürlich mit einer Konventionalrolle. Warum reicht es aus? Wir haben hier ein Wurfgewicht von 1400. Wir haben eine Tragfähigkeit von 193. Das halten wir mal im Hinterkopf. 193 wird wichtig, weil wir ein 180er Vorfach verwenden. 181 Kilo ist das Vorfachsmaterial, das stärkste. Wurfgewicht ist wichtig. Wenn wir eben eine komplette Takelage haben mit allem drum und dran, dann haben wir im Idealfall vielleicht auch ein richtig schweres Blei noch dran, damit wir schnell in die Tiefe runterkommen. Also das ist in Kombination schon richtig gut. Und wenn wir uns dann natürlich nochmal die Rollen angucken, Konventionalrollen, dann gehen wir auch hier natürlich nach ganz unten und da heißt es einfach laut RF4, gibt es da einfach auch die Info, ab der Tiger und zwar hier die C40 bis nach unten hindurch, ab dieser Rolle lohnt es sich oder kann man getrost auch mal mit Bremse zuhantieren, wenn man mit diesem 181 Kilo Setup unterwegs ist. Es gibt leider keine Informationen von offizieller Seite zu der Tragkraft vom Getriebe. Das bedeutet, wir müssen das selber herausfinden, was äußerst schwierig ist. Es gibt immer so Schätzwerte, auch hier bei der Triumph, die ja schon seit einigen Jahren im Game drin ist. Es gibt so Schätzwerte und Richtwerte, aber so im Detail gibt es da, glaube ich, noch keine genauen Informationen zu. Aber wie gesagt, ab dieser Rolle hier soll es mit diesem 180 Kilo Setup und geschlossener Bremse funktionieren. Bedeutet aber auch, wenn die Rolle irgendwann mehr Verschleiß hat auf dem Getriebe, sagen wir mal, da sind schon 20% Verschleiß drauf, dann könnte es vielleicht irgendwann eng werden. Also, da muss man dann natürlich vorsichtig sein. Je mehr Verschleiß man drauf hat, mit mehr Verschleiß nimmt natürlich die Tragkraft ab und vielleicht hat man dann doch irgendwann noch einen Rollenbruch, wenn man da zu viel Verschleiß drauf hat. Insgesamt muss ich sagen, von all den Rollen und für dieses vorläufige Endgame, wie gesagt, es soll ja noch was kommen, lohnt sich fast am ehesten tatsächlich auch diese Tiger mit nur knapp 43.000 Silber. Natürlich sind es auch die Albacore richtig zu empfehlen oder dann natürlich auch hier die Wenger. Wir bleiben mal einfach jetzt hier immer von der größten. Wenn ich von den Rollen spreche, dann immer von den größten. Ich glaube, die kleineren Versionen, die muss man sich nicht holen. Also natürlich wären das auch Empfehlungen. Klar, von der Qualität her richtig gut, aber dann sind wir auch preislich direkt um einiges teurer wieder unterwegs. Und theoretisch, wir sind ja noch im Abwarten, was da noch alles kommt. Bis jetzt würde das in Kombination dann hier mit der Bootsroute, hier ist die Poseidon, also mit der mittleren Bootsroute komplett reichen. Und wenn wir dann irgendwann hier die schwere Bootsroute, das schwere Bootsangeln haben mit 100% im Meeresangeln,
dafür lohnen sich dann vielleicht irgendwann die zukünftigen Rollen, wenn es dann so 60er-Rollen gibt, die auch richtig viel Tragkraft haben. Aber fürs mittlere Meeresangeln, also der mittleren und ersten richtig guten Bootsroute mit den schweren Konventionalrollen hier, da würde ich fast sagen, im Moment der günstigste Weg, einfach hier auf die Tiger zu gehen, das sollte der günstigste Weg sein. Und damit ist man auch immer noch richtig effektiv auf dem Meer unterwegs. Ja, das war jetzt natürlich nochmal deutlich länger und mehr Information. Und es gibt natürlich noch mehr, was man dazu sagen könnte. Und ja, es gibt natürlich auch ganz viele andere Meinungen. Das ist ja auch immer gut so. Immer dieser Austausch soll ja auch da sein. Vorteile, Nachteile von diesen Routen und Rollen. Das ist jetzt quasi mein Weg to go. Welche Routen und Rollen sind am sinnigsten im Game bis zum Endgame? Was ist auch wirklich finanziell erreichbar und nicht aus einer hochleveligen Position heraus, dass man sagt, ah ja, was kostet die Welt, man kauft sie am besten dies, man kauft sie am besten das. Man muss es ja auch im Levelbereich erspielen können. Das ist halt das Wichtige und man will ja auch irgendwann den Fortschritt haben und das lange Sparen im Game macht es schon manchmal sehr mühsam durchzuhalten. Aber das Durchhalten lohnt sich. Sparen, sparen, sparen ist immer das A und O. Und vorher kaufen auf halbem Weg ist immer die schlechteste Idee, die man haben kann. Weil dann kauft man halt nochmal und spart nochmal die lange Zeit. Man verdient ja nicht mit besserem Setup auf einmal wahnsinnig viel mehr Silber. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin.